Wir haben den Jaguar XJ Super V8 heute herausgenommen, um einfach mal ein paar Aufnahmen damit zu machen und das Fahrzeug ein bisschen vorzustellen. Ist ja jetzt nicht allzu bekannt hier in Deutschland, dieses Jaguar-Modell. Man sieht hier schon auf den ersten Blick, er hat einen richtig schönen Kühlergrill drinnen. Es gibt auch die normale Version mit diesen flachen Streben. Das ist jetzt hier mit der Gitterstruktur. Dann hat er die schönen 20 Zoll Felgen. Das war auch Sonderausstattung bei dem Super V8 mit 2,55er Bereifung vorne und hinten. Eine schöne lange gestreckte Karosse. Das Dach ist etwas höher geworden als beim Vorgängermodell. Beim X308 war das Fahrzeug alles wirklich noch ein bisschen flacher gebaut. Hier hat man ein bisschen mehr Wert auf Innenraumkomfort gelegt. Dadurch ist das ganze Fahrzeug etwas höher geraten. Dann hinten auch eine doppelflutige Auspuffanlage. Auch noch etwas zu erkennen. Also nicht ganz versteckt, wie bei anderen Fahrzeugherstellern. Ja, also von der Optik her eigentlich der letzte richtige Jaguar, was die Limousinenform angeht. Alles, was danach gekommen ist, hat ja eigentlich mit dem Jaguar nichts mehr von der Optik zu tun, was bis dahin gebaut worden ist und ist dann eigentlich nur noch modern geworden. Aber das ist sozusagen die letzte wirkliche Jaguar-Limousine, die auf den ersten Blick auch für Nichtkenner sofort als ein Jaguar zu erkennen ist. Die Formensprache, die man sieht, also von den Scheinwerfern vorne und auch die Rückleuchten, alles ist typisch, so wie man sich eigentlich einen Jaguar noch vorstellt. Und damit ist er eigentlich der Vertreter der letzten typischen Jaguar-Limousinen. Das Interessanteste ist natürlich bei dem Fahrzeug auch wieder unter der Motorhaube. Das heißt, das, was am meisten Spaß macht auch, ist ein schöner 4,2 Liter V8 Vierventiler. Und in dem Fall beim Super V8 eben auch noch aufgeladen mit einem mechanischen Kompressor. Der Kompressor befindet sich genau hier unter dieser Abdeckung. Man sieht hier auch oben noch den obersten Riemen, über den der Kompressor hier auch angetrieben wird. Das Auto leistet so um die 395 PS. Und das Drehmoment liegt, glaube ich, bei um die 540 oder 541 Newtonmeter circa. Also ist auch mehr als ausreichend, um damit nicht nur komfortabel, sondern auch ein bisschen sportlich zu fahren. Was auch auffällt, sind hier oben an den Federbeindomen die elektrischen Anschlüsse für das elektronische Fahrwerk, das CAT-Fahrwerk, das sich aktiv dementsprechend verstellt, je nach Fahrsituation und mit Luftbälgen arbeitet. Alles relativ schön verstaut, das heißt rundherum überall Plastikabdeckung hier in dem Bereich hier oben. Dann der Kompressor selber ist auch noch abgedeckt durch eine Abdeckung hier vorne im Bereich um die Scheinwerfer herum. Auch alles schön optisch ein bisschen zugemacht. Ist aber alles sehr einfach zu wechseln. Wir haben ja letztens erst eine Stoßstange getauscht bei dem Modell hier. Das heißt, mittels dieser kleinen Drehverschlüsse kann man die ganze Sache relativ schnell ausbauen und hat man gleich Zugang zum Kühler, zum Kondensator, alles was im vorderen Bereich hier ist. Ja, was auch immer auffällt, ist halt eben die sehr leichte Haube. Also man sieht auf den ersten Blick schon, wie leicht ich die mit einer Hand rauf und runter fahren kann. Das heißt, das liegt nicht daran, dass er so gute Dämpfer hat, sondern dass einfach die Haube, wie die ganze Karosserie, eigentlich auch aus Aluminium besteht und das Auto dementsprechend bei der Größe auch sehr leicht ist. Bei dem liegt es ungefähr bei 1750 Kilo. Ja, und da ist man natürlich am Bereich, was es in der Luxusklasse eigentlich nicht zu kaufen gibt. Und das merkt man auch am Fahren. Es ist ein sehr fahraktives Auto, viel Fahrspaß und von der Technik her eigentlich absolut unkompliziert. Es sind viele Vorteile montiert bei dem Fahrzeug, viele deutsche Bauteile auch montiert, was das Fahrwerk und Getriebe und verschiedene Elektronikbauteile angeht. Also wirklich von der Technik her sehr unkompliziert und auch richtig spaßiges Auto. Das also jetzt nicht nur zum Mitfahren auf der hinteren Bank einlädt, sondern vor allem auch als Fahrer richtig viel Spaß bietet.
Bremse ist auch eine sehr standfeste Ausführung von Brembo. 4 Kolben Bremssättel vorne und hinten. Vorderachse ist bei dem, müsste gleich bei 365 mm liegen. Hinten klein wenig kleiner dimensioniert. Und vor allem die Feststellbremse hat bei dem Auto auch einen extra Bremssattel hier im oberen Bereich zu sehen. Und hier rechts ist der lackierte Bremssattel für die Hinterachse. Ja, und mehrteilige 20 Zoll Felgen, die das Auto natürlich nochmal optisch ein bisschen aufwerten und auch ein bisschen straffer machen beim Fahren. Beim Jaguar fällt ganz deutlich der Leichtbau auf bei den Aluminiumteilen. Also gerade auch, wenn man die Türen aufmacht, wie leicht die aufgehen. Das Lesesfeld fällt gleich auf. Das Lenkrad fährt nach oben, sobald die Tür geöffnet wird. Das kann man alles anhand von diesem seitlichen Schalter hier einstellen. Man kann sogar bei dem Fahrzeug die Pedalerie nach vorne und nach hinten bewegen. Das ist also dieser kleine Drehschalter hier. Zeigen wir nachher nochmal ausführlicher. Und sobald man die Tür wieder schließt, fährt das Lenkrad natürlich auch wieder nach unten. Und es fällt sofort erstmal das Leder auf bei dem Fahrzeug. Das ist wirklich ein sehr schönes, weiches Nappa-Leder, was jetzt bei dem Super V8 hier verwendet worden ist. Auch mit den Kiedern, schwarz abgesetzt. Und die Verarbeitung vom Leder ist also wirklich sehr schön. Also über den ganzen Bereich, nicht nur Sitze, auch Armaturenbrett. Oben herum ist es alles in schwarzem Leder verkleidet. Im unteren Bereich dann auch wieder das Leder, was zur Farbe passt an den Sitzen. Nur hier etwas rauer, halt eben auch die Struktur sieht man auch. Die Ledersitze selber sind dagegen mit ganz weichen Nappa-Leder, auch in der Mitte. Auch wenn man es vom Gefühl her anfühlt, ist es ein ganz anderes Leder, als das hier an der Unterkante vom Armaturenbrett verwendet wird. An den Türverkleidungen wieder das gleiche Leder wie an den Sitzen. Hier auch richtig weich. Und dann natürlich hier oben die Schalter fürs Memory. Das heißt, da kann man natürlich den Fahrersitz dementsprechend abspeichern. Die Fensterheber hier unten. Spiegelverstellung, natürlich auch mit Anklappfunktion. Das Fahrzeug hat auch eine Ein- und Ausstiegsautomatikhilfe für den Sitz und fürs Lenkrad. Sobald man die Türe öffnet bei ausgemachtem Motor, fährt dann der Sitz auch dementsprechend in die Position, dass man leichter aus- und einsteigen kann. Lenkrad, wie vorher schon gezeigt, fährt nach oben und man hat einen leichteren Einstieg, Ausstieg aus dem Fahrzeug. Dann haben wir jetzt hier den Schalter unten an der Lenksäule, wie gesagt, bei dem man eben auch die Pedalerie unten einstellen kann. Dazu muss die Zündung eingeschaltet sein und beim Drücken sieht man jetzt, wie die Pedale von einem wegfahren oder zu einem hergezogen werden. Also man kann es auch individuell einstellen, je nachdem welche Größe der Fahrer hat. Das funktioniert auch. Und dann hat man natürlich auch die anderen Möglichkeiten, das Lenkrad rauf und runter zu verstellen. Da muss man auf Automatik oder auf Kolumnen gehen. Bei der Automatikposition wird, sobald jemand einsteigt, das Lenkrad automatisch in diese Position zurückgestellt. Ansonsten kann man es auch fest einstellen, dass es sich nicht bewegt. Hier drüben hat man auch den kompletten Schalterblock für den Bordcomputer. Das heißt, ich kann hier natürlich auch zwischen Meilen und Kilometer ändern. Ich habe 2 verschiedene Bordcomputer, A und B. Ich kann auch alles hier zurückstellen mit diesem hier. Die Anzeige funktioniert dann hier drüber, zeigen wir dann beim Fahren auch nochmal, über die mittlere Einstellung unterhalb des Tachos. Sobald ich jetzt dann also hier am Blinkerschalter drücke, ändert sich auch die Anzeige. Und ich kann jetzt meine einzelnen Werte abfragen. Das Fahrzeug hat auch eine Oberschenkelauflage, die man komplett im Sitz verstellen kann. Dazu einfach hier an dem Schalter hier drücken. Und dann sieht man, wie hier der komplette Sitz die Fläche vor- und zurückfährt. Ist auch ganz angenehm, also dass man auch wirklich den Sitz individuell abstimmen kann zur passenden Sitzposition. Dann natürlich unten halb ist dann für die Höhenverstellung, für vor und zurück vom ganzen Sitz.
Und dann natürlich hier oben auch die Verstellung vom Rücken, Rückenlehne. Und man hat auch eine Lordosenstütze, das ist der große zentrale Knopf hier. Dann bewegt sich hier die Lordose nach vorne, nach hinten oder rauf und runter. Ja, und der Sitz, wie gesagt, ist vom Fahren her auch richtig angenehm. Also hat auch ein bisschen Seitenhalt, komfortabel vor allem auch. Also ist wirklich kein schlechter Sitz, wenn man vielleicht vermuten würde, dass es vielleicht da irgendwie gespart worden wäre. Im Gegenteil, Sitzposition ist sehr schön bei dem XJ. Und am Lenkrad selber hat man natürlich dann auch noch die ganzen kleinen Bedienhebelchen hier fürs Radio, für Sendersuchlauf, Lautstärke rauf, runter, dementsprechend Auswahl von verschiedenen Funktionen, dass man es ablegen kann, auch im Telefon, Annahme und Auflegen. Und auf der anderen Seite ist eigentlich nur der Tempomat. Auf der rechten Seite und dahinter befindet sich dann auch noch der Knopf für die Aktiv Cruise Control. Der ist nämlich hier hinter versteckt. Da sieht man ihn. Damit kann man dann auch den Tempomat voreinstellen und der hält immer den gleichen Abstand. Das wird dann auch wieder hier oben angezeigt. Sobald man die betätigt hat, zeigt er einmal an, welchen Abstand man zum Vorderband gewählt hat. Jetzt haben wir einfach mal auch hier das Instrumentenkombi nochmal sehr schön übersichtlich gemacht. Also links ein schöner Drehzahlmesser, sehr gut zum Ablesen, der Tacho auch. Und rechts ist einfach nur noch die Funktionen für Kühlwasseranzeige und für Benzintank. Also das ist alles sehr übersichtlich gemacht und auch von der Verarbeitung her, was jetzt die Lüftungsdüsen und so weiter angeht. Also wirklich gut verarbeitet und auch funktionell vor allem. Das ist wieder typisch so ein bisschen Ford-Schalter. Das ist der Blinkerschalter fürs Licht und so weiter. Da kommt wieder ein bisschen Ford zum Vorschein. Hier oben drin auch die schöne Uhr im Jaguar-Design. Auch ganz einfach zu verstellen, nicht extra über ein Menü plus minus. Dementsprechend kann man auch die Uhrzeit verstellen. Dann hier natürlich die ganzen Schalterchen für das Display, Sitzheizung hier links und rechts. Übrigens bei der Sitzheizung links geht auch automatisch am Lenkrad die Lenkradheizung mit an. Dann haben wir drunter halt eben das Informationsdisplay. Hier habe ich ganz normal fürs Radio, meine Sendersuchlauf und so weiter kann ich hier ablegen. Dann hier Telefonvorrüstung. Kann man dementsprechend das Telefon bedienen. Zeigen wir auch gleich, ist in der Mittelkonsole auch verbaut. In der Mittelkonsole ist dann noch das Telefon hier verbaut. Ein Festeinbau von Motorola. Und das kann dann eben hier über das Display hier vorne gesteuert werden. Also hier über den Knopf kann man dann direkt anrufen oder Telefonat entgegennehmen. Dann drunter ist die Klimaanlage. Dazu müssen wir auch erst Zündung einschalten. Und schon funktioniert es. Klimaanlage muss ich immer manuell hier ein- und ausschalten am Display. Dann hier kann ich dementsprechend die Lüftung auch nochmal manuell einstellen. Hier. Das geht nicht über den Touchscreen, das muss ich wirklich über den Knopf machen. Solche Sachen wie hier Klimaanlage wiederum über den Touchscreen. Also ist ein bisschen zweigeteilt. Lüftung runter. Dann drüben das Navi. Dazu müsste man aber jetzt die Navi-CD reinlegen, die haben wir momentan nicht eingelegt. Man sieht, er würde es jetzt gerne laden, aber macht es momentan nicht. Dann habe ich das Hauptmenü natürlich hier drüben. Hier kann ich einfach die Einstellung machen über das Display, Helligkeit, Kontrast und so weiter. Immer wieder über Menü zurück. Ich kann bei dem Fahrzeug auch hinter das Font-Management einstellen für das Multimedia. Der hat nämlich auch hinten Bildschirme und extra Radiobedienung. Das geht alles hier drüber. TV hätte er auch an Bord gehabt, allerdings müsste man erst umrüsten auf die neueste Software, damit er auch wirklich den Empfang wieder bekommt von allen Sendern. Und alles andere kann man hier drüber einstellen. Umluftkontrolle ist hier. Dann unten drunter ist dann eigentlich nur noch die Belüftung. Warm-kalt für die linke Seite, warm-kalt für die rechte Seite. Dann Heckscheibenheizung,
Und ganz unten, dieser Bereich ist nur fürs Radio vorbehalten. CD-Changer, normale CD und Radio an, aus und Lautstärke. Das Schöne ist, er hat auch noch das gute Alpine-Radio mit an Bord. Schauen wir mal, ob ich es mal hier sehen kann. Ja, mit der sehr guten Lautsprechern und sehr guten Verstärkern an Bord. Das macht sich bei dem Fahrzeug natürlich nochmal richtig bezahlt. Dann natürlich auch wieder das schöne Holz hier. Hier drüben Jaguar-Logo mit eingearbeitet. Und auf der Beifahrerseite ganz normal Sitzverstellung ohne Memory. Aber wir gehen ja gleich nach hinten. Da wird man sehen, dass er eigentlich mehr frontorientiert gemacht ist, dieses Fahrzeug. Hinten hat er nämlich sogar auch nochmal Memory. Nur auf der Beifahrerseite, vorne eben nicht. Jetzt kommen wir mal zum hinteren Abteil. Wie gesagt, das Fahrzeug ist eigentlich auch mehr für die Passagiere hinten gebaut, was den Komfort angeht. Hinten natürlich Sonnenrollos, mechanisch zum Verstellen, also nicht elektrisch wie an der Heckscheibe. An der kleinen Stelle eben auch nochmal. Dann, wie schon vorher erwähnt, Memory auf beiden Seiten, hinten links und rechts. Damit kann man sich auch die verstellbare Sitzposition einstellen. Kann man gleich mal zeigen, sobald man drauf drückt. Man fährt hier die Rückenlehne vor und zurück. Man kann sich also in drei Stufen die Sitzbank hinten einstellen. Man sieht also auch hinten richtig schön verarbeitet, das ganze Interieur. Hochwertig. Lordosenstütze hat er auch. Auch sogar an der hinteren Rücksitzbank, genau, ist dieser große dicke Schalter hier. Dementsprechend fährt dann hier in dem Bereich auch wieder ein Luftpolster vor und zurück. Auf der anderen Seite genau das gleiche, auf der rechten Seite. Natürlich ein extra Knopf wieder. Und hier unten hat man eben zumindest noch mit dem Knopf hier die Möglichkeit, die Rückenlehne vor und zurück zu fahren. Also etwas aufrechter zu sitzen oder eben etwas entspannter nach hinten. Und das kann man sich dann abspeichern in seiner Memory-Funktion hier drüben. Ja, dann hier hinten natürlich auch die komplette Einheit zum Bedienen der Klimaanlage. Hier kann man dann die Lüftung ein- und ausschalten, sogar getrennt regeln, rechts und links, warm und kalt. Sitzheizung natürlich auch auf der hinteren Seite. Und auch wieder die schöne Verarbeitung vom, ja, von den Chrom-Elementen, die Lüftungsdüsen-Einstellung. Ist also alles recht schön gemacht beim Jaguar. Und dann hier oben auch wieder, man sieht mal wieder ein bisschen Chrom rundherum um den Sitz und die Bildschirme vom Fahrzeug. Dazu müssen wir aber erst noch mal alles einschalten. Das kann man nachher mal kurz durchprobieren, wenn man im Auto drin sitzen. In der Mitte haben wir noch eine Mittelkonsole. Die kann man auch mal ausklappen. Und zeigen, was da noch versteckt ist in dem Fahrzeug hier. Da hat man die Knöpfe hier seitlich. Einmal hier fürs Telefon. Also das ist wirklich alles für die hinteren Passagiere gestaltet. Man kann ja also hier das komplette Telefon und Radio bedienen. Hier hat man ein paar Ablagemöglichkeiten für Getränke. Kopfhörer natürlich für die Anlage vom Fernsehen, also für den hinteren Fernsehanstalt. Dann kann man hier die Kopfhörer anstecken. Hier sieht man schon Radio eingeschalten. Man kann sogar mit zwei getrennten Reglern dementsprechend rechts und links von sich aus steuern. Also ist wirklich umfangreich, alles für den, der was hier hinten Platz nimmt im Fahrzeug. Und auch hinten rüber die Verarbeitung, Kopfstützen, alles was das angeht, sehr schön gemacht. Oben der Dachhimmel ist immer ein Punkt bei diesen Jaguar-Modellen. Gerade zu diesen Baujahren haben die relativ oft dazu geneigt, mal ein bisschen herunterzurutschen. Aber bei dem Fahrzeug ist alles in Ordnung. Die Hutablage mit den eingebauten Lautsprechern hier nochmal gut zu sehen. Und dem elektrischen Rollo. Jetzt wollen wir natürlich auch nochmal einen Blick in den Kofferraum reinwerfen. Dabei ist die Heckansicht auch nochmal schön zu sehen. Hier drüben das Super V8-Zeichen. Und geöffnet wird er über diesen schönen Jaguar-Kopf hier.
Geht zwar nicht komplett elektrisch auf, aber zumindest eine Zuziehautomatik und eine Öffnungsautomatik hatte. Ein großer, flacher Kofferraum, also man bekommt jetzt nicht allzu viel rein, aber für die Urlaubsreise reicht es auf jeden Fall. Hier drüben sind dann versteckt die kleinen Rechner für den CD-Wechsler. Da natürlich in der Mitte ist das Navigationssystem. Unten ist dann oben ist dann noch der DVD-Wechsler oben drin für die Filme, die man abspielen kann. Alles hier unter dieser Klappe versteckt. Dann können wir natürlich auch nochmal unter den Boden schauen. Hier ist ein Notrad verbaut in der schönen Farbe, orange auffällig. Dann hat auch noch komplettes Werkzeug mit dazu, Abschlepphaken hier, Wagenheber mit dabei, Batterie sitzt hier unten drunter, direkt gut zugänglich. Ja, und der Kompressor für das Luftfahrwerk, das sitzt eigentlich auch hier unter dem Reserverad direkt. Das ist also alles hier in einer Einheit komplett versteckt. Wir fahren jetzt mit dem Jaguar XJ Super V8 zuerst mal ein paar Kilometer, um ein bisschen Gefühl fürs Fahrzeug zu bekommen. Auch einfach mal zu zeigen, wie das Fahrzeug sich so mit der Bedienung und allem, was bei Jaguar typisch ist, verhält. Was eben auch gleich mal auffällt, ist, das Lenkrad ist sehr direkt übersetzt. Das heißt wirklich nicht etwa wie bei manchen anderen Bussenlimousinen. Etwas indirekt. Man merkt auch beim leichtesten Gaspedal, drücken wir jetzt gerade eben. Habe ich wirklich wenig Gas gegeben. Ganz wenig, ja. Das ist eben ganz typisch bei dem Super V8 mit Kompressor. Da darf man das Gaspedal wirklich nur kitzeln. Sonst, sobald man aus Versehen ein bisschen fester drauf drückt, schiebt das Auto sofort los. Also ein Durchrutschen wie bei anderen Fahrzeugen mit leerem Drehmomentwandler gibt es bei dem Auto eigentlich gar nicht. Der reagiert ganz spontan direkt aufs Gaspedal. Und von der Akustik her, solange man kein Gas gibt, ist er relativ leise. Man hört natürlich immer so ein leichtes Blubbern, V8-Blubbern. Erst wenn der Motor richtig schön warm ist und man einfach mal ein bisschen Gas gibt, hört man natürlich auch den Kompressor richtig. Dann hört man dieses typische Surrgeräusch. Aber jetzt auch die Federung, der Luftfederung ist absolut, also wirklich komfortabel abgestimmt und trotzdem noch ein bisschen Sportlichkeit ist eigentlich auch noch vorhanden. Aber doch eher für den Komfort. Anders wie beim XJR, da ist es etwas straffer abgestimmtes Fahrwerk. Und das Fahrwerk regelt ja andauernd automatisch. Das heißt, ich habe jetzt hier keine Möglichkeit, irgendwelche Schalter zu drücken und die Verstellung selber einzustellen. Das heißt, es ist ein aktives Fahrwerk, CATS. Jetzt hört man wieder das schöne Geräusch vom Kompressor, ja. Sechsgang ZF-Getriebe. Schaltet auch ganz weich, ohne irgendwelche abrupten Übergänge. Und dieses Fahrwerk, CATS, Computer Active Technology Suspension, nennt es Jaguar, ist auch so abgestimmt, dass, wie gesagt, der Fahrer nichts machen muss. Er setzt sich rein ins Auto und das Fahrwerk reagiert andauernd auf die Unebenheiten, auf die Fahrsituationen, Kurvenfahrten, Beschleunigen von ganz alleine. Man merkt eigentlich als Fahrer davon überhaupt gar nichts, außer dass das Auto immer schön sanft fährt und komfortabel, aber trotzdem eben noch ein bisschen Sportlichkeit mit an Bord hat. Man hat auch die Möglichkeit, beim XJ Super V8 oder überhaupt bei den XJ, hier anhand dieses Knopfs die Automatik-Funktion zu verändern. Jetzt haben wir momentan die Sportfunktion drin.
einmal darauf gedrückt, dann hat man eine etwas komfortablere Auslegung. Dann schaltet das Fahrzeug etwas später in den nächsten Gang rauf, etwas früher in den nächsten Gang rauf und versucht immer etwas komfortabler die Gänge zu wechseln. Das haben wir jetzt gerade drin und sobald man da wieder auf den Knopf drauf drückt, wird bei der leichtesten Gaspedalbewegung das auch wieder etwas direkter umgesetzt. Es ist fast immer so eine Art Schwingen mit dabei, das heißt man merkt, wie das Fahrzeug vorne ein bisschen rauf und runter geht. Wirkt es auch ein bisschen an der Kamera, glaube ich. Das Lenkrad ist auch nicht zu dick, es ist gerade angenehm. Von das ist angenehm. Ja, es gibt manche, die haben so ganz dick gepolsterte Lenkräder, das hat der jetzt überhaupt nicht. Rutscht überhaupt nicht in den Händen, ist sehr angenehm. Ja. Die muss auch so gut wie gar nicht regeln, auch bei solchen leichten Unebenheiten wie hier in der Straße. Also vom Fahrwerk her und von der Abstimmung vom ESP ist es wirklich auch so gelungen, dass man damit auch wirklich Spaß haben kann auf der Landstraße. Also man merkt, das Auto ist wirklich super leicht vom Handling her. Fast wie ein 3er BMW, würde ich sagen. Ja, doch vom Gewicht her wie ein 8 oder 3er BMW, kein großer Unterschied. Also, fährt sich auch so. Ne? Ja. Also es ist wahnsinnig, wie handlich dieses Fahrzeug wirklich auch sich verhält bei solchen relativ schlechten Straßen und bei dem Auto, was bei knapp 5 Meter herumliegt, von der Größe her. Und eben jetzt wieder das spontane Herausbeschleunigen. Man merkt, das Auto hat einfach gewichtmäßig nicht viel zum Rumschleppen und ausreichend Leistung. Also im Gegensatz zum CL 600, der dabei leergewicht bei über 2 Tonnen liegt, das Auto liegt hier bei ungefähr circa um die 1700 Kilo, circa knapp 1730 Kilo mit dieser Ausstattung. Es sind natürlich mal locker über 300 Kilo Unterschied, was man da hat. Und das hat man jetzt auch, glaube ich, ein bisschen gesehen beim Fahren. Das fährt sich nicht wie eine große Mercedes S-Klasse oder mit 7er BMW. Das fährt sich eher so wie ein 3er BMW oder ein früherer, älterer 5er BMW. Ja. Vom Handling her. Das war jetzt gerade. Das war der Fahrradfahrer. Ja, der hat er erkannt. Der hat so eine Erkennung. Sobald etwas vor sich ist, gekoppelt mit dem Auffahrwarnung. Ja, genau, gekoppelt mit diesem aktiven Tempomat zusammen, erkennt er vor sich immer Hindernisse und warnt dementsprechend. Jetzt geht es mal auf etwas eine ruhigere Landstraße. Da kann man wieder ein bisschen mehr den Komfort mitbekommen. Also, was das Auto sportlich zu bieten hat, haben wir jetzt, glaube ich, schon ein bisschen gesehen. Jetzt auch so Bodenwellen zum Beispiel, wie jetzt gerade hier, die nimmt er wirklich komplett weg. Man merkt bloß mal am leichten Aufschaukeln, aber irgendwie das starke Stöße durchtreten oder so, eigentlich überhaupt gar nicht. Nur wie gesagt, wenn man etwas sportlicher fährt, dann schaltet auch die aktive Regelung etwas auf straffer. Aber das kommt dann eben erst bei höheren Geschwindigkeiten. Solange das Auto im normalen Bereich fährt, wird das Auto immer schön komfortabel bleiben.